Der Grüne Deal ist die ehrgeizige Initiative der EU, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Von der Produktion bis zum Konsum soll Europas Wirtschaft in eine nachhaltige Wirtschaft umgewandelt werden. Dazu gehört die Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung, Abfall zu minimieren und die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren. Der Übergang zu einer klimafreundlichen Gesellschaft wird Regionen, Länder und Industrien, die stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind, stärker belasten. In den nächsten 7 Jahren werden im Rahmen des Europäischen Sozialfonds mit den neuen Vorschlägen des Europäischen Sozialfonds Plus mehr als 88 Milliarden Euro zur Förderung von Beschäftigung und sozialer Eingliederung investiert. Damit werden grüne Arbeitsplätze geschaffen, Bildungsmöglichkeiten unterstützt und Menschen in neuen Fähigkeiten geschult. Bereit für den Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft.